Leider wieder ein negatives Video zu Ubisoft auf meinem Kanal. Es ist mir schon mittlerweile extrem unangenehm. Mir selbst. Ich weiß, viele von euch hassen es. Es wird geschrieben, ich bashe nur mehr Ubisoft und so weiter, aber ich kann ja nichts dafür. Ich kann echt nichts dafür, dass halt Ubisoft viele Sachen falsch macht. In dem Video schauen wir uns an Sachen zu Assassin's Creed Shadows und auch zu Star Wars Outlaws. Denn gestern gab es noch eine Pressemitteilung. Gestern wurde ja das Spiel Assassin's Creed Shadows verschoben. Und in dem Video gehe ich mit euch mal diese Pressemitteilung durch. Und es zeigt auch auf, was wirklich falsch läuft bei Ubisoft. Ja, und somit ein Hallo von mir. Herzlich willkommen. Mein Name ist Giles und ich begrüße dich zurück zu einem Video auf meinem Kanal. Ich habe schon die Ubisoft Pressemitteilung geladen. Sie ist auf Englisch. Ich habe sie mir auf Deutsch übersetzen lassen von ChatGPT. Nur als Information. Ja, also die Übersetzung ist von ChatGPT. Ich bin es natürlich durchgegangen und sie ist korrekt. Ja, danke an ChatGPT. Ubisoft hat eine Pressemitteilung zum Geschäftsjahr 2024/25 rausgegeben. Und hier stehen wirklich interessante Sachen drinnen. Wir fangen mal oben an. Also nach einer Sitzung des Verwaltungsrats aktualisiert Ubisoft seine finanziellen Ziele für das Geschäftsjahr 2024/25. Das Unternehmen erwartet nun Nettobuchungen in Höhe von etwa 1,95 Milliarden Euro und nahezu ausgeglichene Non-IFRS-Betriebsergebnis sowie einen ausgeglichenen Free Cash Flow. Wer sich jetzt mit Finanz auskennt, der wird wissen, was das heißt. Ja, es klingt mal für normalen okay. Ja, ich denke mal, okay, wir haben Cashflow, wir haben halt Umsatz, wir haben knapp 2 Milliarden, klingt geil, wir haben natürlich auch Mitarbeiter zu zahlen, aber wer sich mit Zahlen auskennt, ist okay. Für das zweite Quartal des Geschäftsjahr 2024/25 rechnet Ubisoft mit Nettobuchungen in Höhe von etwa 350 bis 370 Millionen Euro. Die aktualisierten Ziele spiegeln hauptsächlich Entscheidungen im Zusammenhang mit Assassin's Creed Shadows und dem schwächelnd erwartenden Start von Star Wars Outlaws wider. Hier im Dokument, hier steht drinnen, es war eben softer than expected. Ja, also eine sehr liebliche Umschreibung, um einfach zu sagen, wir haben Star Wars Outlaws nicht verkauft. Ja, ganz einfach. War das überraschend jetzt für mich? Nein. Weil ich kenne ja auch die Feedbacks und so weiter, aber zu dem kommen wir gleich. Aber hier sieht man schon mal, okay, Star Wars Outlaws ist auf jeden Fall nicht so verkauft worden, wie erwartet. Surprise. Ja, also... ja, wer hätte es erwartet? Weiter geht's nun im zweiten Absatz im Einklang mit dem Spielerfeedback und als Ausdruck unseres spielerzentrierten Ansatz wurden folgende wichtige Entscheidungen in Bezug auf Assassin's Creed Shadows getroffen. Und jetzt wird's interessant. Assassin's Creed Shadows wird nun am 14. Februar veröffentlicht. Ich habe schon viele Kommentare bekommen, Februar super Datum, nehme ich überhaupt nichts. Also 14. Februar ist glaube ich auch Valentinstag, aber wenn man sich so ansieht, was da kommt im Februar, da sind schon echte Knaller dabei. Viele, so Kingdom Come Deliverance 2 zum Beispiel, haben viele geschrieben. Dann natürlich hier Monster Hunter Wilds. Ja, das kommt dann am 28. Februar, also zwei Wochen nach Assassin's Creed Shadows. Da sind halt schon richtige Brummer dabei. Also so wie Like a Dragon am 27. Ja, also sind doch etliche Brummer. Richtig gute Spiele dabei im Februar. Weiter geht's dann im Text mit, obwohl das Spiel fertiggestellt ist, also Assassin's Creed Shadows, haben wir uns aufgrund der Erkenntnisse aus der Veröffentlichung von Star Wars Outlaws beschlossen, zusätzliche Zeit für die Feinabstimmung des Titels einzuplanen. Dies wird es ermöglichen, das ambitionierte Spiel zu veröffentlichen und insbesondere das Versprechen eines Abenteuers mit zwei Protagonisten, Naoe und Yasuke, einzulösen, die zwei sehr unterschiedliche Spielstile bieten. Hier gibt es ja auch extrem viel Diskussion, ja, was den Charakter Yasuke betrifft. Ja, also hier gibt es extrem viele Vorwürfe, auch was, was aus Japan kommen und so weiter. Ich bin jetzt kein Japan-Spezialist. Ich kenne auch die japanische Geschichte nicht. Aber so was ich so gesehen habe, auch an den Rückmeldungen, dürfte da etliches nicht so stimmen und die Japaner sind so richtig angepisst. Ja, also um es nett auszudrücken. Ja, also die sind richtig stinkig auf Ubisoft. Das nächste, und das ist ein sehr interessanter Absatz, ist, wir verabschieden uns vom traditionellen Season Pass Modell. Alle Spieler können das Spiel gleichzeitig am 14. Februar genießen und Vorbesteller erhalten die erste Erweiterung kostenlos. Und hier für mich wieder mal so eine Sache, warum immer noch in einem Singleplayer so ein scheiß Season Pass sein muss. Warum muss man sowas machen? Macht doch ein Spiel und dann veröffentlicht halt Sachen dazu. Aber muss ich immer so einen Season Pass kaufen und solche Sachen? Das kann ich halt in ein
Multiplayer oder in einem Online, in einem Game-as-a-Service-Game machen, aber nicht in sowas. Hört auf mit dem Mist. Deswegen raus mit diesem Season Pass und fertig. Lasst es. Auch für die Zukunft, für alle anderen Spiele. Hört auf damit. Nicht nur Ubisoft, alle anderen auch. Hört auf mit solchen blöden Season Pass Modellen. Will kein Schwein haben. Also weg damit. Das nächste, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, warum das Spiel auch verschoben wurde. Ich denke, es wird geschrieben, das Spiel wird gleichzeitig auf Steam veröffentlicht werden. Ab Tag 1. Ja, dass sie einfach mehr rausbringen. Ich kenne viele Leute, die würden sich nur auf Steam kaufen und nicht im Ubi-Launcher. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber Steam ist nun mal immer später dran. Und wenn das Spiel halt nun mal schon von Anfang an schlecht ist, in Anführungszeichen, also schlechte Kritiken bekommt, dann wird es auf Steam dann auch niemand mehr kaufen. Also hier ein cleverer Schachzug eigentlich, dass sie sagen, okay, dann wir releasen es dann überall gleichzeitig. Ja, das heißt, ihr könnt es dann auf Ubisoft vorbestellen, ihr könnt es aber auch bei Steam vorbestellen oder ihr könnt es auf der PlayStation vorbestellen und auf der Xbox. So also überall, sie erweitern halt einfach hier ihre Zielgruppe ab Tag 1. Das ist der ganze Grund. Und deswegen, Steam kommt ab Tag 1 dazu. Hier jetzt ein Absatz, wo wir ein bisschen verstehen, warum das nicht so funktioniert, wie es funktionieren könnte, sollte, wie auch immer. Es wird geschrieben, trotz solider Bewertungen auf Metacritic 76 und Nutzerbewertungen in der First Party und Epic Store von 3,9 von 5, die ein immersives und authentisches Star Wars Universum widerspiegeln, erwiesen sich die anfänglichen Verkaufszahlen von Star Wars Outlaws als schwächer als erwartet. Also es steht hier drinnen eigentlich, ja, eigentlich ist das Spiel ja eh super gut auf Metacritic mit 76 bewertet und auch im Epic Store, aber trotzdem hat es sich halt nicht so gut verkauft, ja, warum wissen wir vielleicht gar nicht. Pass mal auf, wie sieht denn so Metacritic aus? Es gibt, hier ist der Metacritic. Ich gebe normalerweise nichts drauf, ich habe sowas nie in meinen Videos, aber da sie sich drauf beziehen, nehme ich jetzt dazu. Metacritic 76, ja, Moment, aber das sind dieser Metascore, der von Fachzeitschriften und so weiter vergeben wird. Ja, also wenn ich jetzt auch drauf klicke, dann sehe ich hier, wer den geschrieben hat, ja, wer also hier bewertet hat, und deswegen kommen sie auf diese Bewertung von diese 76. Ja, weiter unten gibt es, glaube ich, auch zwei, die nicht so zufrieden waren, glaube ich. Also ein paar gelb und rot natürlich. Und hier muss ich was dazu sagen. Diese Reviews zum Beispiel sind nicht, für mich nicht repräsentativ, wenn es von irgendwelchen Gaming-Zeitschriften sind. Ich selbst kenne Review-Vorschriften von Ubisoft oder auch von anderen Spieleherstellern. Du kriegst dann ein schönes PDF, da steht drinnen, was du darfst und was du nicht darfst. Vor allem steht dann auch drinnen zum Beispiel, was du zeigen darfst und nicht zeigen darfst. Und das ist eher das Interessante. Denn wenn ich schon weiß, weil ich sonst vielleicht irgendwas verletze, irgendeine Vereinbarung oder sonst irgendwas. Aber als Beispiel, wenn ich jetzt ein Spiel mache, ich mache halt jetzt irgendein, nehmen wir ein Final Fantasy Game, so, dann sind wir nämlich wo ganz woanders, und ich schreibe schon mal rein, Bugs dürft ihr nicht zeigen, ihr dürft auch keine Glitch zeigen, das zeigt ihr mal alles nicht. So, das ist einmal verboten, lasst das raus. Das nächste im Review, was ihr rauslasst, ist bitte Sequenzen. Ihr dürft diese Sequenz nicht zeigen oder diese Sequenz nicht zeigen, und ihr dürft in Final Fantasy, keine Ahnung, die und die Sequenz zum Hauptcharakter nicht zeigen. So, somit fällt wieder mal was raus. Ihr habt eine Map. Ah, ihr dürft die Map gar nicht zeigen. Ihr dürft also keine Map zeigen. Ah ja, Menüs. Ja, naja, nee, Menüs wollen wir auch nicht zeigen. Also kein Charaktermenü oder bitte nicht zeigen, wie das Gear aufgebaut ist. Das dürft ihr alles nicht zeigen. Wie soll ich davon dann einen guten Review verlangen? Das funktioniert nicht. Ja, und ebenso ist dann wichtig, was sagen denn die Spieler? Und für mich ist dann diese Bewertung eher wichtig. Und die ist 5,4 von 10. Also 10 wäre das Maximum bei Metacritic. Und das finde ich dann, eine 5,4 ist schon unterirdisch für ein AAA-Game von Ubisoft für Star Wars, würde ich mal sagen. Also hier sich dann in diesen Schreiben auf diese Metacritic zu berufen, finde ich eigentlich eine Frechheit, denn ihr seht wieder nicht, was die Spieler dazu sagen, Ubisoft. Hier steht ja eh drinnen, was die Spieler sagen. Eine 5,4 von 10 und nicht eine 76.
Und 76 ist ja auch nicht super von 100 eigentlich. Also würde ich ins Spiel machen und denke mal, Alter, das ist das Top-Game und ich habe eine 76 nur von 100, denke ich mal, Alter, warum habe ich nur eine 76? Dann wäre ich ja auch unzufrieden damit. Also soweit sind wir schon, dass wir eigentlich mit 76 zufrieden sind und leider hier die Spieler eigentlich komplett ignorieren, weil die scheinen in dem Schreiben überhaupt nicht auf. Ja, leider. Weiter geht's dann im Schreiben, das steht, wir sind jetzt hier auf Reaktion auf das Spielerfeedback, sind Entwicklerteams von Ubisoft derzeit vollständig mobilisiert, um schnell eine Reihe von Updates zur Verbesserung des Spielerlebnisses umzusetzen und während der Feiertage ein breiteres Publikum ansprechen und Star Wars Outlaws als langfristigen Erfolg zu positionieren. Das Spiel wird ab dem 21. November auf Steam verfügbar sein. So, somit gehen wir hier wieder auf Steam los, weil das ist die letzte Chance, die sie haben, ihr Spiel noch einigermaßen zu verkaufen. Und hier müssen sie jetzt Gas geben, um Updates und Polish und Verbesserungen zu bringen. Was weiß ich. Ich habe mal eine Frage, warum bringt ihr denn das Spiel nicht schon vorher gut raus? Warum wollt ihr immer nachträglich alles aufpolieren? Weil das macht ihr nämlich jetzt vor Release von Assassin's Creed Shadows auch. Wir müssen es noch aufpolieren. Alter Schwede, ist dasselbe wie ich kaufe mir ein Auto, das aber innen nicht funktioniert, aber ich mache den Lack schön. Ich poliere den jetzt noch schön, den Lack, dass das Auto schön aussieht. Wird deswegen der Motor besser oder das Fahrwerk oder das Getriebe oder der Fahrer? In dem Fall ist der Fahrer der Spieler. Wenn jetzt alles nicht funktioniert, kann der Spieler ja auch nichts machen. Verstehe ich nicht. Mach das doch vorher. Der Ansatz stimmt ja schon wieder nicht. Ihr müsst das vorher machen, nicht nachher. Jetzt aber, was sagt unser CEO, der Chef Executive Officer, der Yves Goulmont? Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, weiß ich nie. Er sagt, unsere Leistung im zweiten Quartal blieb hinter unseren Erwartungen zurück, was uns dazu veranlasst hat, schnell und entschlossen zu handeln mit einem noch stärkeren Fokus, aber einen spielerzentrierten, gameplay-orientierten Ansatz und einen unerschütterlichen Engagement für den langfristigen Wert unserer Marken. Schnell und entschlossen seid ihr nicht, weil ich bin kein Aktienkursspezialist. Gebe ich zu, war in meinem letzten Video, wurde ich auch schon mal kritisiert, ich bin ja kein Aktienspezialist. Ja, aber ich sehe, dass sowas, was runtergeht, nicht okay ist. Also das sehe auch ich. Auch wenn ich es nicht vielleicht super gut analysieren kann, aber eine Kurve, die runtergeht, was Kohle betrifft, und überall Minuszahlen sind, da verstehe sogar ich als Laie, dass das nicht okay sein kann. Ja, also das kann nicht okay sein. Sie verlaufen sich natürlich bei ihren langfristigen Werten. Da kommen wir gleich zu einer Kontroverse, die nämlich noch unten drinnen in diesen Schreiben drinnen steht, was ich auch nicht ganz verstehe, aber lassen wir das jetzt mal stehen. Weiter geht's, wir sind jetzt hier, dass ihr immer so circa wisst, wo wir sind. Obwohl sich die greifbaren Vorteile der Transformation des Unternehmens langsam als erwartet manifestieren, halten wir an unserer Strategie fest, uns auf zwei wesentliche Bereiche zu konzentrieren, Open World Abenteuer und Games as a Service Erwartungen mit dem Ziel Wachstum, Wiederholungen und eine robuste Free Cashflow Generierung in unserem Geschäft zu fördern. Nein, macht das doch nicht, ihr seht doch, dass es nicht funktioniert. Ihr haltet jetzt an Sachen fest, die nicht funktionieren. Bitte macht das nicht, ihr müsst euch verändern. Ihr müsst euch verändern. Ihr seht doch, dass es nicht funktioniert. Diese Kurve, diese Reviews, dieses ganze Paket zeigt euch doch, dass es nicht richtig ist. Warum haltet ihr daran fest? Warum? Ich verstehe es nicht. I don't know. Also, man muss ja wirklich blind sein, um es nicht zu erkennen. Nächster Absatz. Angesichts der jüngsten Herausforderungen erkennen wir nun die Notwendigkeit, effizienter zu werden und gleichzeitig die Spieler zu begeistern. Warum schreibt ihr dann in dem Absatz darüber, ihr wollt an allem Teil festhalten? Nein, das funktioniert eben nicht. Ihr müsst es eben ändern. Und deswegen schreibt auch noch, daher wird über die ersten kurzfristigen Maßnahmen hinaus der Vorstand und der Aufsicht der Verwaltungsrat eine Überprüfung einleiten, um unsere Ausführungen weiter zu verbessern. Insbesondere in diesem spielerzentrierten Ansatz und unseren strategischen Werten hin und zu einem leistungsfähigen Modell zum Wohle unserer Interessentengruppen und Aktionäre zu beschleunigen. Dann vergesst das da oben. Vergesst das, dass ihr an diesen Werten und an diesen Sachen einfach festhalten wollt.
Nein, das klappt nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Ihr wollt euch verändern, ihr wollt euch nicht verändern, aber wollt euch ändern. Das kann nicht funktionieren. Das klappt einfach nicht. Jetzt zu einem Absatz, wo ihr jetzt dann gefragt sein werdet. Ah, hier unten sind wir, hier. Denn hier geht es jetzt an euch, an mich. Also nicht alles, was Ubisoft innen ist, sondern außen, nämlich. Schließlich möchte ich auf einige polarisierende Kommentare zu Ubisoft eingehen. Ich möchte bekräftigen, dass wir ein unterhaltungsorientiertes Unternehmen sind, das Spiele für das breitestmögliche Publikum entwickelt und unser Ziel ist es nicht, eine bestimmte Agenda zu verfolgen. Und das kann ich nicht unterschreiben und das werden jetzt viele in meinen Kommentaren auch nicht unterschreiben. Ihr seid zwar ein unterhaltungsorientiertes Unternehmen, wie ihr sagt, ihr macht aber keine Spiele für das breitmöglichste Publikum. Sonst würden die Leute es ja spielen und eure Spiele würden funktionieren. Und zu dieser Agenda, die ihr sagt, ihr nicht verfolgt. Jeder von uns weiß, dass ihr es tut. Ich sag nur Sweet Baby Inc. Und dann höre ich aber schon wieder auf, weil sonst rede ich mich nämlich in einen Strudel und vielleicht werde ich dann gecancelt. Aber es funktioniert nicht. Ihr arbeitet an den Spielern vorbei. Ihr müsst wirklich wieder Sachen machen, die funktionieren, die gut sind und diese bestimmte Agenda eben nicht verfolgen. Tut mir den Gefallen und ihr werdet sehen, das Spiel wird funktionieren. Andere Spielehersteller schaffen es auch. Und nur als Tipp, Squeenix hat sich von Sweet Baby Inc. getrennt. Als Information an Ubisoft. Solltet ihr es noch nicht gelesen haben. Am Ende steht noch, weitere Details werden während der Bekanntgabe des Halbjahresergebnisses von Ubisoft am 30. Oktober bekannt gegeben. Und da bin ich sehr neugierig drauf, weil hier stehen dann nämlich wirklich die Verkaufszahlen und alles drinnen. Es gab gestern noch einen Konferenzcall am Abend. Ich habe den nicht verfolgt. Vielleicht gibt es da noch mal Infos, vielleicht auf YouTube. Ich werde mal suchen. Aber es gab halt dann noch so einen Konferenzcall. Und ja, dieses Schreiben zeigt halt nur mir, es läuft nicht gut. Star Wars Atlas hat sich überhaupt nicht verkauft. Von Spielen davor reden wir ja überhaupt nicht mehr. Von Skull & Bones oder sonst was reden wir ja gar nicht mehr. Diesen Quadruple-A-Titel. Sie müssen Assassin's Creed Shadows verschieben, dass sie es auch gleichzeitig auf Steam releasen können. So verstehe ich es zumindest, wenn man so ein bisschen zusammenfasst. Und man hört halt eher auf so Reviews von irgendwelchen Gaming-Zeitschriften, also auf die Spieler selbst. Ja, wobei hier muss man auch oft Gaming-Zeitschriften hinterfragen, ob die nicht auch ihrer Agenda folgen. Ich muss echt aufpassen, was ich sage. Ne? Also so richtig. Ihr seid jetzt gefragt, in den Kommentaren. Als Hinweis noch, dieses Video spiegelt natürlich meine Meinung wieder. Ja, also etliches, was ich hier auch reingebracht habe, ist natürlich meine Meinung. Das Dokument verlinke ich euch natürlich unten drinnen, dann könnt ihr es im Original lesen. Ja, ganz wichtig. So und jetzt seid ihr gefragt. Ich weiß halt nicht mehr. Sie haben halt ihr Grab geschaufelt und sie kommen im Moment überhaupt nicht mehr raus. Also überhaupt nicht und es funktioniert nicht und sie müssen aufwachen. Ich selbst bin, und jetzt sage ich so, wie sie ist, abhängig von denen teilweise, weil ich The Division mache. Ich bin ein The Division Creator. Ich bin tatsächlich, was meinen Content betrifft, von ihnen abhängig. Es ist halt unangenehm, ne? Es ist extrem unangenehm, dieses Video. Für mich ist es auch extrem unangenehm. Aber es ist halt so, wie es ist. Ubisoft, ihr müsst den Finger aus den Arsch kriegen. Macht ordentliche Sachen. Hört auf Spieler, hört auf irgendwelchen Firmen, die euch beraten, zu glauben. Hört einfach auf die Spieler. So, bevor ich mich jetzt in einen Strudel und Rage einrede, beende ich das Video. Somit, ich hoffe, das Video hat gefallen. Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.